Herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar rund ums Thema Pickaway und insbesondere den Pickaway Resolve. Mein Name ist Hans-Oliver Weber. Ich bin Inhaber der Noris Dermatologie und dieser Vortrag wird circa 25 bis 30 Minuten dauern. Ich starte gerne den Vortrag mit einer kleinen Vorstellung. Mein Name ist, wie gesagt, Hans-Oliver Weber. Ich habe in Erlangen studiert und daran anschließend 4 Jahre als Postdoc wissenschaftlich gearbeitet. Meinen Facharzt machte ich an der Universitätshauptklinik Tübingen nach einer 4-jährigen Assistenzarztausbildung. Dann folgten Weiterbildungen in verschiedenen Haut- und Laserpraxen. 2012 habe ich dann die Noris Dermatologie gegründet und im Zuge dieser Gründung übernahm ich dann zunächst die Praxis von Dr. Galle. Es folgten die Übernahmen 2 weiterer Praxen und jetzt 2019 ist die Gründung einer Privat- und Laserpraxis in der Altstadt von Nürnberg in Planung. Ich bin seit 2016 Redner und Fortbilder auf vielen Workshops rund ums Thema Lasertherapie und bin da für die Firma Candela tätig. Heute geht es um das Pickaway-Lasersystem. Es handelt sich dabei um eine multifunktionale Pikosekundenplattform, die für eine Vielzahl ästhetischer Behandlungen eingesetzt werden kann. Und heute soll es in erster Linie gehen um das Resolve-Handstück mit seinen Indikationen, nämlich die Behandlung von Aknenarben, der sehr schmerzarmen und gleichzeitig effektvollen Hautverjüngung. Und ich werde auch eingehen auf die Entfernung von Pigmenten. In Bezug auf die Pigmente werde ich auch das Handstück Zoom erwähnen, das eigentlich sozusagen beim Start mit dabei ist, mit dem man dann auch die Tattoo-Entfernung sehr effizient durchführen kann. Wie erwähnt, wird dieses Webinar freundlicherweise unterstützt von der Firma Candela. Das ist mittlerweile klar. So, ich fange erstmal an mit einer allgemeine Einführung über die Lasertechnologie, warum die Pikosekunden-Lasertechnologie sich mehr und mehr durchsetzt und möchte da auch auf einzelne Dinge eingehen, die dann im späteren Verlauf wichtig sind zum Verständnis, wie man und warum man etwas behandelt. Generell ist bei dieser Technologie zu unterscheiden zwischen Nanosekundenlasern und Pikosekundenlasern. Die unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Pulsbreite. Das heißt, wie lange ein Laserstrahl auf die Haut eintrifft und dort seine Wirkung entfaltet. Das ist bei Nanosekundenlasern eben im Nanosekundenbereich, bei Pikosekundenlasern im Pikosekundenbereich. Bei Nanosekundenlasern kommt es zu einem Effekt, den nennt man photothermischen Effekt. Das bedeutet, das soll schematisch dargestellt werden durch dieses Bild, bei dem heißer Tee in eine Tasse eingefüllt wird. Das bedeutet, dass der Effekt im Wesentlichen durch Hitze erzeugt wird. Also in diesem Fall, das Glas wird erhitzt durch den Tee. Die Pigmentpartikel in dem Fall würden sich erhitzen und durch diese Erhitzung wird ein mechanischer Stress erzeugt, der die Partikel zerkleinert. Das Problem dabei ist aber, dass die Umgebung mit erhitzt wird. Dadurch entstehen dann unangenehme Nebenwirkungen wie Schmerzen oder Kollateralschäden, insbesondere in Narbenbildung. Im Vergleich dazu haben wir bei Pikosekundenlasern kürzere Pulse und hier kommt jetzt ein Effekt zum Tragen, der mit photoakustischer Effekt umschrieben wird. Und was bedeutet das? Es kommt im Gegensatz zu Nanosekundenlasern eben nicht zur Erhitzung oder zu einer deutlich geringeren Erhitzung des Ziels, sondern es entsteht eine Druckwelle, eine photoakustische Druckwelle, das sozusagen beschrieben wie auf diesem Bild mit einem Hammer, der das Glas zerschmettert, ohne dass es zu einer Hitzewirkung kommt. Die Laserenergie wird dabei so kurz und so schnell ans Ziel gebracht, dass eine Schockwelle generiert wird, die die Partikel zerkleinert und eben die Umgebung nur sehr gering erhitzt wird. Dadurch haben wir auch deutlich weniger Schmerzen, dadurch haben wir deutlich geringere Narbenbildung. Die thermale Relaxationszeit oder TRT ist die Zeit, die ein Zielobjekt braucht, um auf 50% der erzeugten Temperatur herunterzukühlen. Das ist ein physikalischer Begriff.
Falls die Laserenergie länger einwirkt als diese TRT, also falls die Pulsbreite länger ist, erhitzt sie auch das umgebende Gewebe und erzeugt somit unerwünschte Nebenwirkungen. Das bedeutet, je kürzer eine Pulsbreite ist, desto geringerer TRT, desto geringere Kollateralschaden. Es ist nämlich so, dass diese TRT in gewissem Maße auch eine Rolle bei Pikosekundenlasern spielt, bei Nanosekunden sowieso, das habe ich Ihnen gerade erklärt, aber auch bei Pikosekundenlasern. Und es gibt hier schon Unterschiede, je nach der Pulsbreite der verwendeten Pikosekundenlaser. Um das ein bisschen nochmal zu verdeutlichen, habe ich dieses Slide hier, bei dem die Energieverteilung bei der Verwendung von Lasersystemen mit unterschiedlichen Pulsbreiten dargestellt wird. Wir sehen hier drei verschiedene Lasersysteme: ein Pikosekundenlaser mit 450 Pikosekunden Pulsbreite, mit 750 Pikosekunden Pulsbreite und ein klassischer Laser mit 5 Nanosekunden Pulsbreite. Was man jetzt schon hier sieht, ist, dass je kürzer die Pulsbreiten sind, man sieht es hier bei 450 Pikosekunden recht deutlich, desto höher ist der Peak, die Maximalenergie, obwohl die Gesamtenergie gleich bleibt. Und dadurch wird sozusagen die Energieintensität einer sehr, sehr kurzen Zeit praktisch komprimiert. Und das hat Auswirkungen auf die Wirkung und auf die Nebenwirkung, weil die Zeit, die Stress Relaxation Time oder TRT, hat bei einem 450 Pikosekunden Laser geringeren Einfluss als bei allen anderen Lasern. Das heißt, ein Großteil der Laserenergie wird schon eingesetzt, bevor es überhaupt ansatzweise zur TRT kommt. Und dadurch haben wir deutlich weniger Erhitzung und profitieren von diesem guten photoakustischen Effekt. Das ist jetzt ein Bild von dem Picoway, ist sehr flexibel. Man kann Wellenlänge, Energie, Spotgröße und Rate relativ einfach und unabhängig voneinander justieren. Es ist ein System mit einer sehr, sehr hohen Leistung auf einer verlässlichen Candela-Plattform. Das Besondere dabei ist, es ist eine erweiterbare Plattform. Das heißt, man ist ein bisschen für die Zukunft auch gerüstet. Ich habe das Lasersystem erst mit 2 Wellenlängen gekauft und dann kam jetzt die 3. Wellenlänge dazu und so ist es auch weiterhin möglich, in Zukunft zu expandieren. Es ist ein mittelgroßes und sehr beweglicher Laser, der in jede Räumlichkeit passt. Für mich persönlich wichtig ist auch, dass er doch recht schnell startet. Er ist bereits in weniger als 2 Minuten einsatzbereit, sodass man auch relativ problemlos jemanden einschieben kann, wenn man sagt, man will den jetzt unbedingt sofort gleich behandeln. Das sind jetzt die vorhandenen Pickaway-Handstücke. Das obere ist das sogenannte Zoom-Handstück und darunter sind die beiden Resolve-Handstücke. Alle Handstücke sind sehr leicht und beweglich. Sie zeigen unabhängig artikulierende Teile und dadurch ergibt sich ein sehr hoher Bedienkomfort. Selbst bei langen Behandlungen, wenn man also ein großes Tattoo entfernen möchte und man da unter Umständen bis zu einer halben oder einer Stunde sitzt, dann wird man da dankbar sein, dass das Stück, das man in der Hand hält, nicht steif ist, sondern sehr flexibel und leicht bedienbar ist. Der Laser verfügt, wenn man das will, über recht große Spotgrößen. Dadurch sind wiederum schnelle Behandlungen möglich. Man kann mit dem Laser bis zu 10 Hertz behandeln, also 10 Schüsse pro Sekunde. Das ist natürlich schon eine Menge, schneller wie ein Maschinengewehr. Und dadurch, dass wir auch große Spotgrößen haben, wird ein tieferes Eindringen der Laserstrahlen in die Haut ermöglicht. Wenn man das eben möchte, man kann die Spotgröße sehr einfach mit dem Ring an der Seite verändern. Wie gesagt, es gibt hier beim Zoom-Handstück ist die Wellenlänge einstellbar am Gerätsystem selber. Bei den Picoway Resolve-Handstücken gibt es zwei verschiedene, einmal den für 532 Nanometern und einmal für 1064 Nanometer. Bei der 1064 Nanometer Wellenlänge kann man an sich alle Hauttypen behandeln. Die 532 Nanometer lange Wellenlänge resorbiert auch in Melanin und sollte deshalb eigentlich nur bei Hauttyp 1 bis 4 eingesetzt werden. Nichtsdestotrotz, auch bei der 1064 und bei 532, man sollte, wenn man anfängt, behandeln, erst einmal natürlich die Wirkung, die klinische Reaktion beobachten, immer durch kleine Testspots, bevor man dann über das gesamte Bild drüber geht, damit hier eben
man sich erarbeiten kann. Zum zweiten Block, ich würde gerne etwas dazu erzählen, wie wir Pigmentläsionen behandeln. Ich persönlich in meiner Praxis benutze dazu nur noch den Picoway, auch wenn ich jetzt ein anderes System noch hätte, wie ein Alexandrit oder Oberfläche CO2. Für mich hat sich der Picoway deutlich durchgesetzt. In diesem Teil des Vortrages will ich jetzt noch über den Einsatz des Zoom-Handstückes reden. Der Picoway ist, wie gesagt, einfach und schnell. Er hat fast keine Nebenwirkungen. Wenn man eine Lentigo zum Beispiel behandelt, dann kommt es in der Regel nur zu einer geringen Verdunklung dieser Lentigo und es baut sich dann komplett ab, fast ohne Schürfwunden und ohne andere Wunden. Das ist also sehr schnell, sehr effektiv und schmerzfrei möglich. Und auch Hyperpigmentierungen lassen sich damit auch gut behandeln. Man kann sogar Melasma mit dem Zoom-Handstück behandeln, aber das sollte man nur ausnahmsweise machen, wenn man eben dieses fraktionierte Handstück nicht zur Verfügung hat. Da komme ich dann gleich noch dazu. Hier jetzt ein Beispiel für einer jungen Patientin, die diese kleine Lentigo hatte, die sie gestört hatte. Ich hatte nur ein einziges Mal behandelt mit dem Zoom-Handstück, habe das auf 532 Nanometer eingestellt, 0,56 Joule, 6er-Spot, 2, 3 Paar. Also es kam für ein paar Tage zu einer leichten Verdunklung und dann 3 Wochen später war überhaupt nichts mehr davon zu sehen. Und wie gesagt, komplett ohne Nebenwirkungen. Hier ist dargestellt ein Patient mit einer Problematik, die doch relativ viele Leute haben, nämlich sekundäre Hyperpigmentierung, postinflammatorische Hyperpigmentierungen, wie sie zum Beispiel auftreten nach Verletzungen oder bei einer chronisch venösen Insuffizienz an den Unterschenkeln. Und diese Pigmentierungen sind mit anderen Lasern unter Umständen sehr schwer zu behandeln. Warum? Durch andere Lasersysteme kommt es eben auch zu Erzündung der Haut, zu einer Rötung und die wiederum kann selber eine Hyperpigmentierung auslösen. Aus diesem Grund braucht man ein System, das die Pigmente zwar verkleinert, aber die Haut nicht erhitzt, wie erwähnt, und davon bin ich überzeugt, ist da der Picoway der absolute Goldstandard. Das ist jetzt nur eine einzige Behandlung, links jeweils unbehandelt und rechts ein Foto, circa 4 Wochen nach einer Behandlung, Zoom-Handstück 5-2-3, 6-Spot, 2-3 Passes und die Pigmente waren fast vollständig komplett entfernt. Ich setze den Laser mittlerweile sehr gerne für diese Hyperpigmentierungen ein, weil da ergibt sich doch ein großes Patientengut, diese Flecken stören und man kann das hervorragend entfernen mit diesem Laser. Hier ist eine Patientin mit Lentigenes und Altersflecken im Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Picoway Resolve Handstück noch nicht eingesetzt und habe den mit dem Zoom-Handstück behandelt. 14 Tage nach der Behandlung hatte ich mich zunächst erschrocken. Es kam zu Hypopigmentierungen in dem behandelten Areal, aber das ist auch komplett verschwunden und nach 2, 3 Monaten sah man also weder von den Lentigenes noch von den Hypopigmentierungen noch viel und die Patientin war sehr, sehr glücklich. Hier ein Patient mit einem Kaffeefleck am Bauch, auch eine komplett harmlose Hautveränderung. Hier kam es mit dem Handstück zu petechialen Einblutungen. Das ist durchaus mal möglich, aber auch kein Beinbruch, wie dieses Bild, dieser Ablauf hier zeigt. Es kam, wie gesagt, zunächst zu petechialen Einblutungen und dann in Folge aber zu einer kompletten Abheilung. Mittlerweile sieht man von dem Kaffeefleck nichts mehr. Jetzt zum eigentlichen Thema dieses Webinars, nämlich zur Hautverjüngung durch die Neokollagenose. Nun, Hautverjüngung ist eigentlich die Königsdisziplin der Lasersysteme, insbesondere der fraktionierten Lasersysteme. Die Hauterneuerung im weitesten Feld ist eine der meistgefragten dermatoästhetischen Behandlungen. Die Haut wird im Alter schlaffer, sie soll wieder fester werden. Wenn man Aknenarben hatte, sollen die verschwinden idealerweise, feine Fältchen sollen weniger werden und auch grobe P-Poren, wie sie schon mit 30, 40 Jahren entstehen können, sollen verfeinert werden. Gerade das Hautbild ist doch eigentlich recht wichtig bei der Beurteilung des Alters eines Menschen und hier hilft es, ein Lasersystem zu haben, mit dem man eine effektive und schonungs- und nebenwirkungsarme Behandlung möglich ist. Laser, die die Haut erneuern sollen, verletzen dabei in der Regel einen Teil der Haut in bestimmten Mustern.
Kreisen, in Kästchen, da ist also jedes System so ein bisschen anders. Und der Laserstrahl wird bei diesen Systemen in viele kleine Einzelstrahlen zerteilt oder eben fraktioniert. Die Haut wird also an den Stellen, wo der Laser auftrifft, in der Regel zerstört. Es kommt zur Krustenbildung und die umgebende Haut erneuert das verletzte Hautareal durch einen Prozess, den kennen Sie alle, nämlich die Neokollagenose, also Neuaufbau von Kollagengewebe. Zum Einsatz kommen jetzt die klassisch fraktionierten CO2- oder Erbium-Laser und jetzt mehr und mehr die fraktionierte Pikosekunden-Laser-Technologie. Die klassischen fraktionierten Lasersysteme funktionieren wie folgt. Es wird sowohl die Epidermis als auch tiefe Anteile der Haut in definierten Mustern, Spitzen oder Kreise, je nach System, zerstört. Und dann wird dieses zerstörte Gewebe durch eben nicht zerstörtes Gewebe erneuert mit diesem Prozess der Neokollagenose. Der große Vorteil dabei ist, wir haben eine ziemlich gute Wirksamkeit. Gerade bei älteren Patienten mit ausgeprägter Elastose sind solche Systeme hervorragend wirksam. Der Nachteil dabei ist, dass diese Laser über den photothermalen Effekt funktionieren. Manche Laser, je nach Einstellung, erhitzen die Haut bis über 100 Grad Celsius. Wir haben eine recht lange Ausfallzeit von 1 bis 2 Wochen. Nebenbei, vor 20 Jahren hat man diese Lasertherapie nicht fraktioniert durchgeführt. Das heißt, hier wurde die gesamte Haut abgetragen. Patienten haben dann 6 bis 8 Wochen Ausfallzeiten gehabt. Das wurde auch damals stationär gemacht. Das hat sich also schon alles deutlich verbessert, aber es sind immer noch 1 bis 2 Wochen. Wir zerstören durch diese Behandlung auch epidermales Gewebe. Und ganz wichtig, diese Behandlung sollte auf keinen Fall im Sommer durchgeführt werden. Es ist schon so, dass wir mit diesen Systemen immer ein Risiko eingehen, dass eine sekundäre Hyperpigmentierung auftritt. Und das ist unter Umständen äußerst unangenehm, weil diese Pigmentierungen manchmal sehr schwer wieder weggehen. Das heißt, dieser Laser hat nach wie vor seine Indikation, gerade bei älteren Damen mit sehr stark ausgeprägter Elastose, setze ich solche Systeme immer noch gerne ein, aber nur im Winter und eben mit komplettem UV-Verbot für 6 bis 8 Wochen, damit die Haut sich gut erholen kann, ohne dass Sonne drauf kommt, um diese Gefahr der sekundären Hyperpigmentierung zu reduzieren. Im Gegensatz dazu hat die fraktionierte Pikosekundenlaser deutliche Vorteile. Wie gesagt, entfalten diese Laser ihre Wirkung durch die photoakustische Druckwelle. Die Haut wird fast nicht erhitzt. Insbesondere die Oberfläche der Haut, die Oberfläche Epidermis wird nicht verletzt, aber trotzdem erfolgen Verletzungen in der Tiefe der Haut, kleine Spalte, und diese Spalte induzieren dann die Neokollagenose. Das Besondere dabei ist, wir haben praktisch keine Ausfallzeit. Das heißt, fast keine Krusten, es kommt lediglich zu einer leichten Rötung, manchmal zu einer leichten Schwellung von 1 bis 2 Tagen. Das war's. Ich führe diese Behandlung auch im Hochsommer durch, da passiert nichts. Man kann sofort danach abschminken, vielleicht nicht am gleichen Tag, aber zumindest am nächsten Tag, bei 1, 2 Tagen vielleicht zu Hause, das war's. Und wir sind in der Lage, schon nach 2 bis 3 Behandlungen gute Ergebnisse zu erzielen. Anfangs war ich noch sehr skeptisch. Mittlerweile glaube ich, dass man da auch jetzt nicht Versprechungen machen kann, aber dass man schon in Aussicht stellen kann, dass das gut funktioniert. Natürlich ist es ein bisschen abhängig vom Hauttyp und vom Patienten. Der eine reagiert damit einer sehr deutlichen Neokollagenose, der andere ist mit einer geringeren Neokollagenose, aber passieren tut eigentlich immer etwas. Ganz wichtig dabei ist Fotodokumentation, und da komme ich gleich auch noch dazu. So schaut jetzt das PicoVac Resolve Handstück aus. Der Laser wird fraktioniert durch eine besondere Technik, holographische Linse, und dadurch entsteht dieses Viereck, bestehend aus multiplen kleinen Laserstrahlen. Man kann damit sehr genau arbeiten und weiß, wo man ist mit dem Laser. Wie gesagt, es gibt auch andere Pikosekundenlaser, die eine fraktionierte Therapie möglich machen. Hier jetzt ein Vergleich, der zeigen soll, dass, wie ich glaube, der PicoVac doch nach wie vor überlegen ist.
Die normalen Lasersysteme haben so ein Microlens-Array und das führt dummerweise nicht zu einer komplett gleichmäßigen Verteilung der einzelnen Laserstrahlen, sondern nach einem gaußschen Profil in der Mitte am meisten. Die Firma Candela hat hier bei diesem Lasersystem eine holographisch fraktionierte Technologie eingesetzt, die es ermöglicht, dass die Laserstrahlen, die einzelnen fraktionierten Laserstrahlen, sehr homogen auf dieser Fläche verteilt werden, sodass man immer genau weiß, egal wo, innerhalb dieses Viereckes sind die Laserenergien immer identisch. Wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Resolve-Handstücke, 1.532 und 1.64. Beide haben ihre Indikationen. Der 532-Nanometer Resolve resorbiert oberflächlicher, er resorbiert im Pigment, dadurch ist eine Pigmentaufhellung möglich und eben ein recht epidermaler Effekt. Der 1064er geht bis in die Tiefe und sorgt dort für eine Neokollagenose, zu einer Verstärkung der Hautfestigkeit und zu einer Porenverfeinerung. Und was passiert genau? Mit dem 1064er Resolve-Handstück wird, wie gesagt, die Oberfläche der Haut kaum getroffen, sondern der Laserstrahl geht mit anhand dieser photoakustischen Druckwelle in die Tiefe und er erzeugt in der Tiefe subepidermal diese sogenannten LIOBs oder Laser-Induced Optical Breakdowns, von denen dann die Neokollagenose ausgeht. Hier sieht man diese LIOBs im histologischen Schnitt bei einer Publikation von Brauer et al. Hier auch nochmal diese Risse auf der linken Seite und dann 2 Monate später der Aufbau des Kollagengewebes im Rahmen der Neokollagenose. Ich würde gerne eingehen darauf, wie so eine Behandlung bei mir abläuft. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, einen sehr effizienten Ablauf der Besprechung und das würde ich Ihnen gerne kurz mal darstellen. Am wichtigsten ist natürlich erstmal die Anamnese, was möchte der Patient? Und dann kommt der Patient relativ schnell in unseren Hautanalyseraum. Dort steht ein Visiosystem. Mit diesem System ist es möglich, die Haut sehr genau aufzuzeichnen, zu dokumentieren, wo welche Probleme sind und dann mit dem Patienten am Computer zu besprechen, was der Patient eigentlich will und was wir empfehlen. Erfahrungsgemäß ergeben sich dann anhand dieses computergenerierten Bildes noch mehr Indikationen, als der Patient ursprünglich eigentlich wollte. Es folgen dann, wie gesagt, die Besprechung der Indikation und dann natürlich die Auswahl des passenden Lasersystems. Wir besprechen die Parameter und den Ablauf und dann kommt es zur Behandlung. Betäubungscremen sind beim Pickaway Resolve nicht notwendig. Die Behandlung ist nahezu schmerzfrei. Es ist ein bisschen unangenehm, piekst etwas, aber das wurde noch nicht als schmerzvoll empfunden. Insofern ist das auch nicht notwendig. Wir brauchen einen Vorschuss für 2 Tage. Manchmal, wenn die Rötung etwas länger ist, auch etwas länger, aber meistens reichen 2 Tage. Und ich empfehle eine Behandlung alle 4 bis 6 Wochen. Warum? Die Neokollagenese soll meiner Meinung nach nicht unterbrochen werden durch eine erneute Behandlung, die zu kurzfristig danach ist. Ich von meinem Gefühl habe mich entschieden, eben nur alle 6 Wochen zu behandeln. Möglicherweise gibt es da in Zukunft neue Therapiemodalitäten, aber damit haben wir eigentlich ganz gute Erfolge. Wir starten in der Regel mit 1,9 Joule, das ist ein relativ geringer Wert, und erhöhen dann möglicherweise ab der zweiten Sitzung auf 2,1 Joule. Vereinzelt gehen wir auf 2,3, aber nicht höher, weil man mittlerweile weiß, dass wenn die Energie zu hoch ist, sie offensichtlich zu stark an der Oberfläche absorbiert wird und diese LIOBs weniger induziert werden. Aus diesem Grund bleiben wir bei den niedrigeren Energien. Der Laserstrahl kann da tiefer eindringen und diese LIOBs auslösen. Klinische Endpunkte wären Rötung und gegebenenfalls feine Blutungen. Das erzeugt man selten bei diesen relativ niedrigen Energien. Sollten die Reaktionen zu stark gehen, reduzieren wir aber weiterhin 0,2 Joule, bis es eben nicht mehr ganz so arg blutet. Eine leichte Rötung aber ist gewünscht, ist normal und nicht ungewöhnlich. Auch eine leichte Schwellung kann für 1 bis 2 Tage bestehen. Ein paar Behandlungstipps, wie das bei uns läuft. Wir machen das mit einem Painting-Modus. Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Laser sehr, sehr schnelle Pulse abgibt und man wie mit einem Stift über das Gesicht malt. Im Crisscross-Modus, also vertikale Passes gefolgt von horizontalen Passes.
und circa 2 bis 3 Passes. Wie viele Schüsse setzt man? Wie kann man sich orientieren? Wie lange man behandeln soll? Da gibt es zum Beispiel die Fünferregel. Da wird das Gesicht in 5 verschiedene Areale aufgeteilt: Stirn, Mittelgesicht, Wangen, Kinn und Unterkiefer. Und in jedem Areal werden ca. 500 Pulse gesetzt. Das kann jeder so ein bisschen auch für sich gestalten. Ich empfehle aber auf jeden Fall, dass man ein Schema entwickelt in der Praxis, bei dem man ungefähr immer die gleichen Pulse hat. Das heißt, man malt so lange in diesen Passes und in diesen vertikalen oder schrägen Linien, bis eben die Pulsanzahl erreicht ist. Wie schnell führe ich so ein Handstück? Das ist eigentlich erstaunlich schnell passiert. Eben weil der Laser bis zu 10 Hertz leisten kann, kann man recht schnell drüber behandeln. Und um das schematisch darzustellen, habe ich hier mal so einen Kreis gemalt und ich führe jetzt praktisch den Laserkopf über das Gesicht. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Man ist also relativ schnell durch mit dieser Geschwindigkeit. Natürlich würden jetzt noch Passes vertikal oder auch schräg erfolgen, bis wir eben diese 500 Pulse dann in diesem Areal ungefähr erzeugt haben. Hier jetzt ein paar Behandlungsbeispiele. Es erfolgt hier nur eine einzige Behandlung, links unbehandelt, rechts behandelt. Ich vergrößere das noch ein bisschen, dann sieht man es etwas deutlicher. Auf der linken Seite noch recht tiefe, grobe Poren und Narben, die nach einer Behandlung doch ziemlich erfolgreich abgeflacht worden sind. Erstaunlich auch immer wieder, wie die Pigmente weniger werden. Man erzeugt, auch wenn das jetzt ein 1064er nicht ein reiner Pigmentlaser ist, der 1064er reduziert auch das Pigment. Das heißt, bevor ich anfange, das Pigmenthandstück zu nehmen, fange ich eigentlich immer erst mal mit 1064er an, es sei denn, ich behandle Melasma, da komme ich gleich noch dazu. Hier eine weitere Patientin, oben 3-mal unbehandelt und unten 3 Fotos nach einer Sitzung. Wie ich finde, ein ziemlich erstaunliches Ergebnis. Die groben Poren oben links und oben rechts sind unten links und unten rechts doch deutlich verfeinert und weniger. Hier auch nochmal auf der Stirnmitte, da hatte sie Acknarben, das habe ich ein bisschen eingezeichnet. Konzentrieren Sie sich auf die Kreise und auch hier werden Sie feststellen, dass nach einer einzigen Behandlung doch eine Menge reduziert worden ist. Weitere Behandlungen sind in Planung. Was auch passiert, ist, dass durch so einen Laser, das ist eine Picoway Visual Behandlung, Volumen generiert wird. Manchmal ist es so, dass man es auf den Bildern gar nicht so deutlich sieht. Der Patient selber aber auch von sich bemerkt, die Haut ist straffer. Trotzdem, wenn man genau hinschaut, finde ich, sieht man auch bei der Patientin im Wangenbereich so, als ob man da Volumen gesetzt hätte. Natürlich sind Lichtverhältnisse jetzt leider hier nicht ideal. Wir hatten damals das System noch nicht. Aber man sieht, dass Volumen kommt und die Patientin war extrem begeistert. Hier eine weitere Patientin, hier sieht man es, finde ich, noch ein bisschen deutlicher, wie richtig das Volumen generiert wird. Schauen Sie mal rechts unterhalb des Auges, dieses leichte Ödem mit einer Delle darunter, das ist rechts auf dem rechten Bild dann eigentlich kaum noch zu sehen. Also wir erzeugen mit diesem System auch ein Volumen, teilweise so, dass ich mich frage, hat da eigentlich noch jemand Füller reingesetzt, einen Mittelgesichtsausbau gemacht? Manchmal erzeugen wir wirklich erstaunlich schöne Ergebnisse. Hier jetzt eine Patientin mit einer sekundären Hyperpigmentierung. Sie wurde in einer anderen Praxis mehrmals mit Fruchtsäurebehandlungen behandelt. Dadurch hatten sich diese Pigmentierungen eher noch verstärkt. Hier nur eine einzige Behandlung mit 0,3 Joule, mit dem Picoway Resolve Handstück, 3 Passes, eine sehr effektive Auffällung. Auch hier sind weitere Behandlungen geplant. Und auch an der Oberlippe hier funktioniert das wunderbar. Das ist auch nur eine Sitzung nach 4 Wochen, also die Reduktion des Pigmentes ist sehr deutlich. Natürlich wissen wir alle, dass wenn wir Melasma behandeln, wir die Ursache nicht wegbehandeln, die kennt natürlich keiner, aber wir sind eben in der Lage, den Patienten, wenn es sie sehr stört, am Ende des Sommers die Pigmente wieder wegzunehmen, sodass sie sich wieder wohlfühlen in ihrer Haut. Es gibt halt leider keine echte Methode, das dauerhaft zu entfernen, aber wir haben zumindest eine Methode, um die Pigmentierungen wieder zu reduzieren oder vielleicht ganz zu entfernen. Und damit können wir den Patienten auch sehr, sehr gut
weiterhelfen. Natürlich ist es auch hier notwendig, dass nach so einer Behandlung Lichtschutz betrieben wird, also hohe Lichtschutzcreme, aber dann funktioniert es in der Regel sehr, sehr gut. Abschließend möchte ich noch mit einem Bild unseres Hautarztzentrums hier in Nürnberg. Wir haben angefangen in der zweiten Etage im Jahr 2012, 2013 kam die dritte Etage und 2014 die vierte Etage. Mittlerweile ist es so, dass wir in Etage 2 und 3 die Dermatologie und die Operationen machen im klassischen Sinne. Etage 4 ist fast nur noch Laser und Ästhetik und Etage 5 ist ein ausgebrochenes Dach. Hier haben wir unseren Personalraum und einen sehr großen Seminarraum, in dem wir auch regelmäßig Fortbildungen veranstalten. Sollten Sie Interesse haben an einer Hospitation, können Sie sich jederzeit bei mir melden. Da finden wir bestimmt irgendeine Möglichkeit. Und abschließend möchte ich mit einem Bild meiner schönen Heimatstadt Nürnberg und mit den besten Grüßen an Sie alle, die da vor dem Computer sitzen und so lange ausgeharrt haben bis zum Schluss. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all den Dingen, die Sie tun werden und noch vorhaben, mit den verschiedenen Lasern, die Sie schon haben oder noch anschaffen werden. Ich bin mir sicher, mit einem Picowell werden Sie zufrieden sein. Das System ist sicher und effektiv. Und bei Fragen können Sie sich entweder an das Candela-Team oder auch mal persönlich an mich wenden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Auf Wiedersehen, Ihr Oliver Weber.